willkommen. Es ist soweit. Komm in. Hallo Ede. Wieso habe ich eigentlich, Entschuldigung, wir drehen nochmal zurück. Du hast die Ehre hier so, pass mal auf, ich tue so aus. Wieso denn nicht? Oh, wir sind schon drauf, du bist dran. Okay, herzlich willkommen auf der Gamescom 2022. Hey! Wir haben die Ehre. Sind schon ein paar einsame Seelen, haben sich schon vor der Bühne versammelt. Aber heute ist ja offiziell Colin nur Fachbesuchertag, genau, oder? Es ist der gute alte Mittwoch, der Fachbesuchertag. So wie ich es mitbekommen habe, ist halt jetzt wirklich erstmal Fachbesucherzeit. Es sind schon sehr viele Fachbesucherinnen und Fachbesucher da. Also wenn man hier mal so ein bisschen den Blick schweifen lässt, sind da schon viele, die sozusagen mit Sonderberechtigung, so nennt man es ja in unserer Branche, hier schon drin sind. Aber ich glaube, ab mittags wird es geöffnet. Wir können ja gleich mal ein paar Fragen stellen. Was machst du so beruflich? Was qualifiziert dich hier als Fachbesucher, Fachbesucherin? Sehr interessant. Aber ganz angenehm, weil der Mittwoch ist ja immer noch so eine sanfte Einführung in das, was noch kommt. Ja, genau. Es kommt einiges nochmal für alle, die gestern natürlich unser Programm verpasst haben. Also wir haben ja gestern schon die Opening Night Live irgendwie live verfolgt. Kann man sich mittlerweile auch natürlich auf YouTube angucken im On-Demand-Bereich. Und wir sind hier jeden Tag für euch von 12 bis 19 Uhr. Also nicht jetzt wir zwei, wir eröffnen den Bums quasi heute einmal offiziell. Und machen von 12 bis 19 Uhr ein Programm hier von der Bühne für die Leute hier vor Ort. Für euch da zu Hause an den angeschlossenen Empfangsgeräten, wie man so schön sagt. Genau, und es geht immer um 12 Uhr los, auch heute, mit einem gemütlichen Get-In, mit ein bisschen Kaffee schlürfen, rein in den Tag kommen, gucken, was passiert. Wir haben die erste Ehre. Was hast du denn vor, heute noch zu machen? Weil du sagtest es gerade, es ist Mittwoch, es ist relativ ruhig. Also heute will ich auf jeden Fall einmal komplett, das habe ich noch gar nicht gemacht, über die Messe gehen. Also ich kenne bislang eigentlich nur hier unsere Halle 7. Also wir sind hier in Halle 7. Für alle, die uns besuchen wollen oder in den nächsten Tagen vorbeikommen wollen, kommt in die Halle 7. Ihr könnt uns nicht verfehlen. Wir stehen neben Ruffy, die Monkey und Bowser. Ja. Kann man nicht verfehlen. ihr hört das Gekreisch am TikTok-Stand. Und da sind wir. Genau. Und ja, ich will einfach mal über die Messe gehen, einfach mal gucken. Wir sind eben auf dem Weg hierhin, ja, einmal durch die Halle, was war das, 8? 8. Das sah schon, da habe ich noch zu dir gesagt, das sieht nicht so aus, als ob die Gamescom sich aufgegeben hat. Das sah sehr, sehr krass aus. Also geile Stände mit vielen zu entdecken und durchaus interessant. Und ich habe Bock, über die Messe zu gehen und zu gucken, wie sieht die Gamescom dieses Jahr aus. Ja, also man sieht so ein bisschen hier, wenn man rumschaut, in der Halle 7 finden sich zum Beispiel da hinten Ubisoft, neben uns Bandai Namco, du hast eben schon TikTok gesagt. Hier kann man bei Calypso irgendwie Dungeons 3, sehe ich gerade so, vom Banner wohl zocken. Keine Sorge, wir machen natürlich auch im weiteren Verlauf des Tages mal so eine kleine Begehung hier, was alles so abgeht und wie unsere Nachbarschaft aussieht, für alle, die es nicht nach Köln schaffen. Aber ich habe den gleichen Eindruck wie du, dass tatsächlich, obwohl hier wirklich die Gänge ein bisschen breiter sind, die Stände nicht ganz so eng stehen, was ja auch in unser aller Sinne ist irgendwie dieser Tage, dass trotzdem das Feeling schon wieder rübergekommen ist. Absolut. Ne? Also ja, und es ist auch nicht leer. Also wenn ich jetzt mal so darüber zu Ubisoft gucke, wo Skull and Bones, glaube ich, gezeigt wird, da ist schon ganz schön voll, muss ja ich sagen. Und auch auf dem Weg hierhin hat man schon gesehen, es gibt schon die ein oder andere Schlange. Die Leute stehen wieder an. Also ich habe nicht das Gefühl, dass irgendwie... Also es war ja so im Vorfeld, durch die vielen Absagen von Publishern und Entwicklern war ja so ein bisschen diese Ungewissheit, was wird das dieses Jahr für eine Messe? Wird das nur ein Community-Treff? Werden hier immer noch Videospiele gezeigt und so? Deshalb war ich auch recht angetan gestern von der ONL, also von der Opening Night, auch wenn da jetzt vielleicht die ganz großen Namen nicht so häufig aufgetaucht sind, war es trotzdem ein buntes Potpourri an neuen, frischen Spielen. Und man hatte direkt so das Gefühl, okay, hier die Gamescom lebt, es geht hier noch um was. Und ich habe eher das Gefühl, dass der ein oder andere Entwickler und Publisher, der dieses Jahr nicht dabei ist, vielleicht auch sich denkt, ach, wenn wir doch, also ich könnte mir vorstellen, dass die nächstes Jahr wieder dabei sind, sagen wir ja mal so. Ich glaube, das wäre in unser aller Sinne, ne? Also weil, das wäre ja doch irgendwie... Es ist halt schade, so ein Gamescom, man sieht, es sind so viele Menschen jetzt hier vor dem Stand stehen, so ein bunter Mix aus Menschen, die wir kennen, Menschen, die von Rocket Beans sozusagen bezahlt werden, aber auch durchaus Freiwillige haben sich hier eingefunden, die hier so ein bisschen zugucken. Und ich glaube, so dieser Bedarf, ne, so mal wieder zusammenzukommen, Hands-on zu machen und so ein bisschen, ja, also das, was wir vor Corona so standardmäßig über 20 Jahre... Moment, wer wird denn hier bezahlt? Ja, ich glaube so einige wenige. Martin? Guck mal, Martin, der hofft noch. Seit wann bist du bezahlt? Da muss ich direkt mal Arno anrufen. Ja, muss man machen. Du bist die höchste Instanz, die hier heute sitzt. Das ist sehr gut. Ja, ja. Also Beschwerden, Wünsche, Anmerkungen natürlich immer an Herrn Gade. Nee, aber ich finde schon, es ist schön. Also
Es füllt sich langsam, ja. Und ich muss auch sagen, wir haben gestern schon drüber gesprochen, es gibt diesen Geruch, es gibt diesen Gamescom-Geruch, so wie früher bei den Videospielanleitungen, ne, wenn man ein neues Spiel gekauft hat, einmal an der Anleitung schnuppern. Und hier ist es auch so, es ist die Mischung aus Köln und Games und Schweiß. Ja, aber das ist eine ganz brisante eigene Mischung hat, aber die ich mich ne? Du riechst das und du weißt genau, ah ja, Gamescom. Ja, aber das ist, du sagst es gerade, die Anleitung, ne? Wenn du wirklich der Erstkäufer bist, der diesen Moment hat, diesen Heiligen, das, oh, das riecht doch gut. Aber wenn du das natürlich 80 Mal durch irgendwelche Reseller-Hände, durch diverse Generationen, durch Schokoladenfinger, Blutflecken, du weißt, was sich alles so ansammelt, Seiten, die so verklebt sind, plus Nikotinhaushalt, dann ist es, glaube ich, eher so Sonntag-Gamescom, wo man so denkt, jetzt ist auch mal Zeit für eine Dusche. Das ist eher so Jurassic Park-mäßig, du hast so viele DNA-Spuren, du kannst da richtige Menschen draus klonen. Ja, aber deshalb kaufe ich keine gebrauchten Spiele. Ja. Die Zeiten sind ja eh vorbei. Die Zeiten sind vorbei. Die Zeiten noch nicht vorbei sind für Kaffee, denn ab 12 darf man trinken. Ach, vielen Dank auch an unsere Freunde bei Tchibo, denn die unterstützen uns tatkräftig, dass wir diesen ganzen Bums hier mit unserem eigenen Stand, mit unserer eigenen, ich hätte fast gesagt Halle, aber mit unserer eigenen Präsenz hier umgesetzt bekommen. Ich freue mich auch gleich noch. Wir haben auch gleich noch technisch nachzubessern. Wir haben gleich noch eine Tchibo Challenge und da kommt ihr ins Spiel, die hier an der Bühne sind. Wir werden zwei Leute rauspicken. Und ihr müsst dann die liebe Lisa suchen, die sich versteckt hat auf der Messe. Und wer sie findet, ihr kriegt natürlich einen Hinweis. Das wäre sonst ein bisschen sehr gemein. Ihr kriegt einen Hinweis, wo sie ist. Wir schalten nämlich dann kurz zu ihr. Und dann könnt ihr sie suchen gehen. Ihr habt dafür circa 10 Minuten Zeit. Und wer es schafft, sie zu finden, der kriegt auch einen kleinen Preis. Ja. Also, ihr könnt euch schon mal in Stellung bringen oder entsprechend auch verstecken. Wir werden nämlich nachher Freiwillige oder Zwangsrekrutierte hier suchen für diesen Spaß. Aber Frage an dich. Wir haben ja gestern festgestellt, wenn wir jetzt die Gamescom nehmen und davor die Games Convention, dann sind wir beide jetzt ja seit über 20 Jahren auf diesen hiesigen Messen. Es fühlt sich irgendwie nicht so an. Aber du hast ja schon ganz, ganz früh auch mit Giga diese Art von, man hat eine eigene Bühne. Ich war ja immer eher so Presse und hintenrum unterwegs. Wie ist das so nach 20 Jahren? Ist es für dich noch vergleichbar, wenn du jetzt hier mit mir sitzt? Ist das noch der junge Etienne Gardet, der vor Adrenalin strotzt und sagt, Wahnsinn, das ist eine ganz andere Situation hier als vor dem... Also es ist schon ein bisschen, also wir haben früher bei Giga haben wir natürlich noch Sendung gemacht, Giga Games, dann wirklich eine durchchoreografierte klassische Sendung, 2 Stunden mit Kameraleuten und Ablaufplan und allem drum und dran. Das ist jetzt natürlich ein bisschen anders, wir haben hier mehr Fokus, sage ich mal, auf dem Bühnenprogramm und müssen jetzt nicht unbedingt eine Sendung irgendwie fertigstellen oder so. Das ist natürlich, huch, was war das? Das ist natürlich was anderes. So, und ansonsten ist es aber immer noch für mich auch immer wieder was Besonderes. Es ist immer ein geiles Gefühl, einerseits natürlich Leute zu sehen, die uns auch kennen und die unsere Sachen gucken. Ich kenne euch ja sonst nur aus dem Chat oder aus dem Forum oder man kriegt irgendwie was mit oder so. Aber dann auch mal wirklich Leute zu sehen, auch mal kurz vielleicht 2 Sätze zu reden, Fotos zu machen, das ist immer ganz schön. Und dann hast du natürlich auch diese besondere Atmosphäre mit dem Team zu verreisen für eine Woche, so Klassenfahrt. Und das war ja auch schon zu Giga-Zeiten immer irgendwie geil und ist auch eine Form von Bonding irgendwie. Man hat immer das Gefühl, nach einer Gamescom ist das Team immer noch so ein bisschen enger zusammengewachsen. Das finde ich eigentlich immer so ganz schön. Und ja, natürlich, ich habe jetzt nicht mehr ganz so viel Stress wie früher. Ich habe es vorhin noch zu dir gesagt, wir sind beide froh, dass wir jetzt nicht mehr ins Business Center müssen und mit PR-Managern uns FIFA 23 die neuen Features anschauen lassen von Foot. Und dann schnell irgendwo hinrennen, das abgeben, noch einen O-Ton geben, dann zum nächsten Termin hässeln und der ist dann auf der anderen Seite der Messe und so. Das vermisse ich jetzt aber auch nicht, muss ich sagen. Das stimmt. Also das wird natürlich, das werden wir ja auch jetzt zum Teil unserer Berichterstattung machen, denn wir haben natürlich viele Redakteurinnen und Redakteure, die bereits jetzt unterwegs sind, die schon viel früher aufstehen durften als wir, um sich dann eben entsprechend auch exklusiv... Das ist so Chef-Talk. Ich bin gut, ihr dürft... Schon um 9 auf die Messe. Dafür dürft ihr aber auch frühzeitig besagte Gespräche führen, vielleicht mal das ein oder andere exklusive Spiel zocken, wo wir ja gar nicht mehr die Chance bekommen. Ja. Ist auch ein bisschen schade, aber wir gönnen's. Ne? Wir können gönnen. Ja, absolut. Ich meine, es ist natürlich immer so, es kommt auch immer drauf an, was man sieht. Ich habe so viele Sachen dann auch schon behind closed doors gesehen, wo ich aufgeregt war. Ich weiß nicht, ob das mit dir war oder so. Gegenüber war mal hier, gegenüber von der Messe ist ein Hotel, große Hotelkette. Und da war früher... Bandai Namco mit ihren großen Titeln und auch Sony generell. Da war damals No Man's Sky und Dark Souls 2.
Und die wurden exklusiv hinter Behind Closed Doors gezeigt. Da musstest du dann das Messegelände verlassen, rüber ins Hotel, Security, Security. Und da durfte man dann eine halbe Stunde Dark Souls 2 spielen und hat eine Präsentation von No Man's Sky gekriegt. Und das war schon, das sind dann schon so die Momente, wo du sagst, okay, ich habe hier was gesehen, das hat, auf der Welt haben das nur eine Handvoll Leute gerade gesehen. Das stimmt schon. Und das verliert man natürlich irgendwann so ein bisschen, wenn man dann irgendwann das Gefühl hat, das hast du immer und immer wieder und das ist dann irgendwann auch Arbeit. Aber das stimmt schon. Das ist echt ein Privileg, was man dann haben kann. Und ich glaube, ihr Sarah, Berti, Walle, die gerade alle unterwegs sind, die haben auch richtig Bock drauf. Ja. Ich bin sehr gespannt. Heute Abend werden wir beim Recap dann ja auch die Eindrücke von denen, vielleicht auch ein paar Bilder so mitbekommen, was die so an Tag 1 erlebt haben. Ja, und ich finde das auch nach wie vor, also für einen Games-Journalisten oder für eine Games-Journalistin gibt es ja eigentlich nichts Geileres. Also das waren immer für mich, finde ich, die Highlights, auf so eine Messe zu gehen. Komm, ich bin schon am ersten Tag schon die Stimme weg. Das ist eigentlich, finde ich, immer so mit das Geilste. Natürlich auch eine E3 oder so. Aber dass du irgendwo halt exklusiven Scheiß siehst. So, ne? Den, wo du auch die Chance hast, mit dem Entwickler zu sprechen. Und ich kann vielleicht diese eine Frage stellen, die dann von allen zitiert wird oder die oder irgendeine Info rausloggen, ist natürlich schwer, weil das ich alles. Ich wollte es gerade sagen, wann ist dir das letzte Mal passiert? Ich habe immer das Gefühl, ich habe so gute Fragen. Und dann grätscht jemand dazwischen, weil, wie du schon sagst, we can't talk about this right now. Nennen dazu bitte nichts sagen, das geht nicht. Ja, ich bin natürlich frag auch mich doch noch bitte noch mal nach dem Namen unserer Hauptfigur. Ja, das ist natürlich, du lässt dich da leicht abschütteln können. Ich bin natürlich ein sehr investigativer Journalist. Ich bin der Markus Lanz der Games-Branche. Ich sag dann, wie war das genau? Ja. Das ist interessant. Das ist interessant. Ich habe mal einen Mönch getroffen und der sagte zu mir, Markus, es ist ganz anders, als du denkst. Und und das ist so, also man muss da natürlich, ich habe da schon den Leuten Sachen entlockt. Also, ich darf ja jetzt nicht drüber reden. Aber ja, ich verstehe das schon. Weil gefühlt sind die Katzen nicht aus dem Sack. Ne? Du hast also auch dann Klauseln teilweise ja im Nachgang unterschreiben müssen. Es ist wieder darüber zu sprechen. Also bei mir war es teilweise so, dass ich, die haben gesagt, oh Gott, da kommt Etienne. Und dann muss ich erstmal ein NDA unterschreiben, weil die wissen, ich bin dieser Typ, der bohrt tief. Der unangenehm, ne? Unangenehm. Das ist der Mann der unangenehmen Fragen. Und ich stelle die Fragen aber auch so, die wissen es auch manchmal. Die merken es manchmal gar nicht. Ne? Dann sage ich so, ach, das ist ja cool, dass ihr das Spiel am 19. November rausbringt. Ja. Und dann sagt er, nee, wir bringen es erst am 13. September raus. Nein! Ups! Ja, genau. Es gibt da so verschiedene Tricks. Absolut, das sind die Techniken, die man machen muss. Aber das muss man sich aneignen und unsere jungen Leute, die jetzt hier auf der Messe unterwegs sind, ne, Berti, Walle, Sarah und so weiter, die werden das sich jetzt aneignen. Absolut. Das ist dann so eine. Ja, es stimmt schon. Und der Drachenboss ist ja auch cool. Das hatte mir ja schon die Dame im Empfang gesagt. Wie hieß der Drachenboss nochmal? Genau, ne? Spricht man das nochmal auf? Ja, das muss man so richtig. Ich kann meine Schrift. Wie ist der Name des DLCs nochmal? Ah, das darf ich nicht sagen, aber das heißt, es gibt einen. Ja, das ist gut. Das ist mit feiner Zunge und klarem Geist, ne, muss man an solche Gespräche rangehen. Absolut. Da bin ich voll dabei. Ich würde auch gerne mal, weil du es gerade gesagt hast, die Gamescom ist ja viel mehr, auch bei uns hier, als jetzt nur das, was wir hier machen und was sichtbar ist. Können wir vielleicht mal in die Regie einmal schalten? Denn die ist quasi eine Wand hinter uns. Schau mal! Da sind sie! Gut besetzt. Wink doch mal in die Kamera. Das klatscht mal auf 1, 2, 3, dass wir wissen, das ist live. 1, 2, 3. Ja, kannst du nicht synchronisieren im Schnitt, aber es sah schon gut aus. Ja. Genau, da sitzen sie, haben es gemütlich. Das ist wirklich nur eine Wand dahinter. Und das ist schön, ne? Also die haben sie den besten Arbeitsplatz womöglich? Also sie haben zumindest einen festen Sitzplatz, wofür man teilweise schon beneidet werden kann. Aber die sitzen auch die ganze Zeit da in dem Kabüffchen, was auch, glaube ich, irgendwann nervig sein kann. Es kommt natürlich auch immer die Kollegin. Es kommt auch natürlich drauf an, welche Show sie gerade schneiden. In unserem Fall ist es natürlich jetzt auch für die super. Ja. Es ist ja Premium Entertainment. Absolut. Das Highlight für die, ne? Aber siehst du? Aber ich meine, weiß ich nicht, wenn dann später ein Simon hier sitzt und irgendeinen langweiligen Quatsch erzählt, da müssen sie halt durch. Ja, wir haben auch nicht immer nur Jurassic Park 1 im Programm. Ja. Ne? Das muss man einfach fairerweise sagen. Ab und zu gibt es auch mal Rosamunde Pilcher. Ja. Aber auch dafür gibt es ja Fans, also so ist es jetzt ja nicht. Ich habe gestern. Hat überhaupt nichts mit der Messe zu tun, aber ich war im Hotel und ich gucke ja eigentlich fast nie Fernsehen, aber im Hotel mache ich immer den Fernseher an, irgendwie, damit man nicht so einsam ist. Und da lief irgendwie ARD und da lief dann irgend so eine Arztserie. Ich habe wieder vergessen, wie sie heißt. Irgendwie Arztzimmer Alpha, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und das war, ich habe sowas noch nie gesehen. Guckst du manchmal so in der im Öffentlich-Rechtlichen so diese richtig krass deutschen Arztserien? Lass mich überlegen. Nein. Und es ist faszinierend, weil die ganze Zeit geht der Arzt oder die Ärztin geht auf Visite und die haben dann pro Folge haben die so 3, 4 Patienten
Und die haben natürlich alle unter. Die eine war schwanger, der andere hat Diabetes-Diagnose, der vierte hat sich in den Finger geschnitten. Und dann geht es immer so, wir gehen zu der Schwangeren, ah ja, wir müssen das Kind wenden. Dann ist der Arzt bei dem Diabetes-Patienten, ja, er wird ihm manchmal schwindelig. Ja, okay, da müssen wir mal ein Blut testen. Dann mit ganz vielen Fachbegriffen, dann gehen sie zum nächsten. Und dann geht das wieder von vorne los, die ganze Zeit. Also im Prinzip versuchen die einfach nur Arztbesuche zu simulieren. Und das gucken Millionen Menschen. Ja, ja, das ist... Aber also bist du hängen geblieben, weil du jetzt sagst, ey, da muss ich jetzt aber wissen, wie das mit Schwester Erika und Pfleger Kevin weitergeht? Oder, weil das ist ja auch Teil der... Ist ja nicht, ich bin nur der Hypochonder. Wenn es nur die Diagnose wäre, dann würde ich es auch gucken. Wenn ich wirklich das Gefühl hätte, ja, es ist so wie bei den ganzen Sendungen. Ja, da ist natürlich noch ein bisschen, ja, Story. Aber ich habe es geguckt wegen den Diagnosen und ich bin ja Hypochonder. Und ich war dann... Said no one ever. Und ich war dann da und dann sah der Typ, der ist umgekippt mit der Diabetes und dann haben die mir halt so Fragen gestellt, ja. Und währenddessen habe ich versucht, die Fragen für mich zu beantworten. So, fragt der Arzt so, er wird ihn manchmal schwindelig. Und er so, ja, haben Sie in letzter Zeit ein bisschen Gewicht verloren? Ja. Und ich so, naja, das habe ich nicht, aber die anderen Sachen. Ja. Und dann sagt er so, ja, Sie haben sehr wahrscheinlich Diabetes Typ 2. Und ich sitze im Zimmer und ich so, oh shit. Ja, und dann geht's zur Schwangerschaftsüberprüfung. Ja. Was kreuzt denn da an, ne? Ja gut, also, da war es dann eher, das war dann eher so, das hatte ich ja, habe ich ja schon hinter mir. Da habe ich dann so geguckt, ist das realistisch? Wie, ja, läuft das? Und dann habe ich schon festgestellt, ist nicht realistisch. Es ist eine sehr reduzierte Version der Realität, ja, was aber auch besser ist. Ich muss aber sagen, also um die Frage, die du eingangs gestellt hast, dann, ja, doch zu beantworten, nein, wirklich. Ja. Ich bin noch nie, also ich bleibe auch gerne mal bei Sachen im Fernsehen irgendwie so hängen, wo ich vorher nicht wusste, dass mich das auch nur ansatzweise interessieren könnte, aber so Arztserien zählen da jetzt nicht. Ich habe das, wie gesagt, auch noch nie geguckt und, aber ja, du bist älter. Ja? Ja? Auch älter. Vielleicht ist das jetzt so ein Genre, wo man langsam einsteigen kann. Ja, also wenn du, ich sagte, du hast eingeschaltet wegen der Diagnosen. Ja. Und du bleibst wegen der Love Interest. Wegen der Liebesgeschichte. Ja. Die, ja, Ärztin, definitiv, und der Chefarzt. Ja. Da gab es ja noch eine Szene, da war der Chefarzt. Und die Dialoge, die sind, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Das ist wirklich, als ob das ein Sechsjähriger geschrieben hat. Dann ist da der Chefarzt, der geht raus, muss an die frische Luft. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber er war irgendwie gezeichnet. Und dann kam eine Frau mit ihrem Kinderwagen. Und dann sieht er sie, rennt ihr hinterher und sagt so, Entschuldigung. Und dann sagt sie... nicht wie jeder normale Mensch reagieren, was denn? Sondern sie sagt, hallo Herr Doktor. Und er so guckt dann so in den Kinderwagen rein, da ist ein Baby, ein ganz süßes Baby. Und er guckt das Baby so an und ich denke, ist das sein Kind? Und er darf es nicht sagen oder weiß ich nicht, aber die Frau kennt ihn ja gar nicht. Was ist die Konstellation? Und dann kommen ihm fast die Tränen und dann sagt er, Dankeschön. Und dann fährt sie, dann sagt sie, schönen Tag noch und geht weiter. Und dann habe ich mir gedacht, wie creepy ist das denn? Stell dir mal vor, du schiebst deinen Kinderwagen und dann kommt ein wildfremder Arzt, sagt hallo, guckt in deinen Kinderwagen rein. Dankeschön. Und geht wieder. Und du denkst dir so, Moment. Was war das denn? Ja, was war das denn? Ja, weiß ich nicht. Wie? Du kannst mich doch jetzt hier nicht... Ja, das wurde nicht aufgeklärt. Ich habe dann irgendwie gedacht, vielleicht ist es sein Kind und er darf das aber nicht sagen und wollte es aber noch einmal sehen. Es ist eine sehr dramatische Serie. Aber Entschuldigung, also, das finde ich jetzt sehr unbefriedigend, dass du mich jetzt mit dieser Art von Cliffhanger... Jetzt muss ich ja selber einschalten. Exakt. Gestern Abend, wann war das? Was war es denn für eine Serie? Kam die eher abends? Oder ich glaube, es gibt sehr viele Arztserien. Das war ungefähr wann sind wir hier auf die Messe? So zu, ach, weiß ich nicht. Also Vorpraxis Dr. Unke, Diagnose Tod. Ich glaube, es gibt sehr viele Serien. Es war nicht Forsthaus Falkenau. Das kenne ich noch. Grey's Anatomy. Nee, es war eine deutsche Serie. In aller Freundschaft, glaube ich, gibt's. Das sind aber so die jungen Hippen ernsthaft, oder? Einstellungskriterium aussehen. Es ist in aller Freundschaft, glaube ich. In aller Freundschaft. Ich google es kurz, ob es das ist. Dr. Unke, ja, stimmt. In aller Freundschaft. Aber es scheinen die Leute kennen. Ja, das habe ich aber auch schon mal gesehen. Das ist immer so, wenn du das Gefühl hast, Models in weißen Kitteln laufen, dann ist es entweder irgendwie ein Spezialshooting. Das ist es. In aller Freundschaft, wegen Baby Emil, kann Kai Maria verzeihen. Das ist es. In aller Freundschaft, Schwangere rastet wegen Geburtstrauma aus. Und er hat jetzt geheult, weil er... Ach Gott, wir werden es nie erfahren. Das ist der Arzt hier. Das ist der. Oh, das ist aber so ein lässiger Drei-Tage-Arzt. Drei-Tage-Arzt. Ne? So. Ich bin drei Tage Arzt. Ich bin seit drei Tagen Arzt. Vertrauen Sie mir. Playboy. Was haben Sie? Wow. Ich mache heute die Blinddarm-Operation.
Ich bin heute mit meiner Yacht hier. Nee, ich weiß nicht. Also ich glaube, da werde ich nicht reinkommen. Der 3-Tage-Arzt ist ein super Berufszweig. Der 3-Tage-Arzt. Ja, der ist der. 3-Tage-Arzt, 2 Tage arbeite ich am Kiosk. Dr. Hildemar Unke. Sie werden ihn nicht immer treffen, denn er ist der 3-Tage-Arzt. Arzt. Ja, genau. Das wäre echt geil. Ich habe heute frei, genau. Ja, nee, ich weiß nicht, ich bin da nicht so, mich kriegst du da nicht mit. Der 3-Tage hat. Ja, egal. Hat auch mit der Messe übrigens gar nichts zu tun. Das ist ja auch nicht schlimm. Wir sind ja hier auch in der gemütlicher Chill-Ein-Aktion unterwegs. Ich gucke hier auch gerade mal so ein bisschen rum. Ein paar kommen schon näher. Ich glaube, langsam spricht sich rum. Ja, hallo. Ich habe eben im Chat gelesen, dass es noch verdächtig ruhig wäre. Wollen wir es uns trauen, mal einmal? Also es sei noch zu ruhig, weil zu wenig Menschen hier wären. Und wir können das bildlich so schlecht einfangen. Aber akustisch vielleicht ein bisschen. Was hast du vor? Ich will jetzt, dass du die Leute, die da stehen, motivierst, einmal richtig laut zu werden. Um so ein bisschen Feeling schon okay, mal. Okay, alle mal bitte klatschen, jubeln mal, bisschen, dass laut. Die Leute zu Hause hören. Ah, ja. Guck mal, ich habe da so auch im Bild unteren Rand so zuckende Hände gesehen gerade. Da, guck, ja. Ja, sehr gut. Es sind Leute im Haus. Man sieht ein bisschen was, ja. Wir sind hier nicht alleine. Ihr könnt auch gerne näher reinkommen, wie ihr wollt. Macht, was ihr wollt. Fühlt euch einfach wohl. Wir fangen ja auch gerade erst an. Kannst du denn schon mal ein bisschen einen Ausblick geben, was denn hier heute noch so passiert? Einiges wird heute noch passieren. Da gucken wir nachher auch noch mal genau ins Programm. Wir können aber natürlich an dieser Stelle vielleicht auch mal ganz kurz reingucken, was denn heute bei uns auf der Bühne alles noch so abgeht. Denn wir haben ein hervorragendes Programm für euch zusammengetackert da draußen. Was, wie gesagt, wenn alles klappt, nahtlos, 12 bis 19 Uhr, bestmögliche Unterhaltung der Spitzenklasse XL für euch bedeutet. Da sehen wir es auch. Wir sind jetzt gerade hier beim wunderbaren Good Morning Gamescom. Dann machen wir nachher einen fliegenden Wechsel. Wir haben nämlich ja hinten noch, hinter der Bühne, unseren kleinen Glaskasten. Da können wir so ein bisschen überbrücken, mal gucken, welche Menschen sich da so einfinden. Um 13 Uhr gibt es dann den großen Messerundgang mit Walle und Gregor. Die werden dann bestimmt auch mal ein bisschen schauen, wie sieht denn der Stand abseits der Bühne hier aus, was gibt es noch zu sehen. 14 Uhr feiern Wirt, Shorty und unter anderem die große Mario-Party hier auf der Bühne. Und dann gucken wir uns eine Runde Serial Cleaners an. Da wird Investigativjournalist Fabian zu diesem angekündigten Spiel. Da geht es, glaube ich, ja um Serial Cleaners, die so ein bisschen Tatorte bereinigen. Mhm. Von 3-Tage-Ärzten. Die es richtig gut kennen. Damit haben wir nachher gut zu tun und noch einiges mehr. Und ab 18 Uhr eben dann die große Recap-Show. Die und große Bingo Battle Arceus. Pokémon Arceus. Und wir haben natürlich die große Recap-Show, du hast eben schon gesagt, das ist ja immer so ein bisschen das Highlight, weil dann treffen wir uns hier alle, oder nicht alle, aber jeder, der halt irgendwie was auch erlebt hat. Und dann wird hier nochmal die große Zusammenfassung gemacht und nochmal so rekapituliert, was hat wer gesehen, was waren die Highlights bislang, was ist passiert und so weiter. Also da auf jeden Fall dann auch immer schön dabei sein. Ja. Ich muss mal kurz, ich frage also auch einmal in den Chat, weil hier ist schon durchaus, lieber Chat, wie ist es denn für euch? Seid ihr jetzt schon traurig, dass ihr nicht hier seid? Solche Fragen darf man eigentlich nicht stellen, ne? Ja, weil jetzt sagen alle nein, natürlich. Dafür bin ich ja hier. Die richtige Show ist um 19 Uhr, das stimmt doch nicht. Was, siehst du? Nein, ja, no. No, ja, das kommt noch. Ja, guck mal, das will ich doch sehen. Weinende Emojis. Nee, traurig nicht, nur enttäuscht. Und so weiter. Aber Grüße Beispiel, gehen raus natürlich in die Weite. Guck mal, der Wanders schreibt bei der Hitze nein. Und ich muss sagen, als wir hier in die Halle reingegangen sind, da war der erste Moment, echt angenehm, weil hier drinnen ist die Luft auf jeden Fall zumindest noch besser und angenehmer als draußen. Also von der Hitze. Liegt unter anderem aber auch daran, dass ich mir kurz vor dieser Sendung noch ein frisches T-Shirt angezogen habe. Apropos, das ist es hier nämlich. Ich versuche es so mal zu spannen, dass mein Bauch es nicht geometrisch verzerrt, sag ich mal. Das ist unser offizielles Beanscom 2022 T-Shirt. In weiß, ebenso erhältlich. In allen Größen, also so ziemlich in allen Größen, die notwendig sind. Und das kann man bei uns am Stand, am Merch-Stand eben das auch erstehen. Das ist ein Bonfire. Ja, in dem, ach so. Das ist doch ein Bonfire. Und ein umgedrehter Paragraph, ne? Und heilige Böhnchen. Jeder sieht da was anderes. Es ist das exklusive Beanscom-Shirt, das ihr nur hier auf der Messe bekommt. Also für alle, die schon häufiger mal bei uns zu Gast waren auf der Messe, die wissen, wir haben jedes Jahr ein exklusives Beanscom-Shirt. Und das kann man hier übrigens bekommen in der Merch-Halle. Ja. Da haben wir nämlich auch einen Stand, also das ist Halle 5, ich weiß aber nicht genau. 5.2. Da haben wir einige neue exklusive Sachen, die es momentan nur hier auf der Messe zu kaufen gibt, unter anderem diese Shirts, andere Sachen auch noch.
auch Gregors neues Buch, das ABC der Videospiele, Level 2, das es noch gar nicht offiziell im Handel gibt, das kriegt ihr hier auch, aber auch nur eine Auflage von 200 hier auf der Messe, also... Was? Ja, aber man muss schnell sein. Für heute nur? Nee, für insgesamt. Was? Da muss man sehr schnell sein. Muss ja auch jemand 200 Bücher schleppen. Ja, absolut. Also ab jetzt gilt, ihr findet uns da, wo die längsten Schlangen sind, ne? Ja, also geht auch mal gerne den Merch-Stand... Sag mal sechsmal schnell Merchstand. Merchstand, 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 Merchstand. Merchstand, 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 Merchstand. Und jedenfalls da... Ich muss zum 3-Tage-Arzt. Ich hab ganz Kratzen im Hals. Ehrlich gesagt, glaube ich, du musst zum 6-Tage-Arzt. Ja, nee, aber, nee, wer würde... Wenn ich... Aber jedenfalls, da werdet ihr auch bestimmt mal den oder die ein oder andere von uns hier antreffen, weil wir da auch immer mal vorbeigehen, auch mal ein paar Sachen signieren und so. Also kommt gerne auch am Merchstand vorbei. Ist sowieso, habe ich ja gestern schon gesagt, meiner Meinung nach die geilste Halle mit dem ganzen Kram. Da werde ich auf jeden Fall heute auch nochmal hingehen. Ja, ich will auch nochmal rum. Also ich will echt nochmal gucken, weil heute die Gelegenheit ist immer günstig, so an diesen etwas leeren Tagen nochmal zu schauen. So. Ich will ja auch Funhouse flippern in der Retrohalle. Ah ja, Funhouse. Funhouse. Das sagt mir was, der Flipper. Der hat so ein großes Ding irgendwas. So ein Kopf oder ja, genau, sowas. Rudy. Ja, siehst du? Exakt. Bist du ein bisschen stolz? Und weißt du, wer den gesprochen hat? Rudy? Charles Martinet. Nee, Ed Boon, der Mortal Kombat-Schaffer. Ah, kommt ja. Das denn? Ja, weil der, das ist ja Williams. Und Williams Midway, also ich glaube so wahrscheinlich, Ed, hast du mal eben Zeit? Ja klar, ich spreche jetzt. Sie saßen nebeneinander und so. So in die Richtung. Ja, das ist so einfach, werden da Jobs vergeben. Ne? Und ist es ein guter Flipper? Ist ein Klassiker. Spielerisch ein bisschen dünn, aber was kostet dieser Flipper, wenn du ihn jetzt neu anschaffen würdest? Zu viel. Sag mal. Oh, ganz schwierig, kommt jetzt auf den Zustand. Ja, aber reden wir von 500 oder 5000? Was dazwischen? Ich würde mal sagen, in einem akzeptablen Zustand wahrscheinlich so für 2, 5, 3 musst du auf jeden Fall ausgeben dafür. Auf jeden Fall. Ja, ist nicht schön. Ist okay. Deswegen freue ich mich umso mehr. Wie viele Flipper hast du zu Hause? 2. Seit vielen, vielen Jahren, als die Preise auch noch anders waren. Ein Theater of Magic und ein Kongo. Was stellst du mir denn hier für Fragen? Na, ich finde, willst du mich jetzt investigativ? Jetzt kommt gleich die Markus-Lanz-Frage, ne? Habe ich ja schon. Ich habe schon private, Details aus dir rausgelockt. Seht ihr hier, ihr könnt es hier einfach lernen. Seht ihr, erst sympathisch und dann geht man hin. Ich wusste, das ist eine Leidenschaft und ich habe schon die glänzenden Augen gesehen, als wir über Flipper geredet. Habe erst irgendwas Belangloses gefragt zu diesem Funhouse und dann habe ich zugestochen und gefragt, sag mal, wie sieht der Kontoauszug aus bei den Gables zu Hause? Ja. Und zack, ja, also, das sieht ganz gut aus. Letzte Woche. Und so. Verkaufst du mir den für 300? Ja klar, Ede. Was? Wo kommt denn der Räumungswagen plötzlich her, wenn ich in Hamburg bin? Aber in der Halle, wo der steht, da gibt es ja auch noch viele andere geile Retro-Automaten. Das finde ich auf jeden Fall cool. Aber ich werde auch noch mal durch alle Hallen gehen. Man muss ja auch mal so ein Gefühl dafür bekommen, ob es nur bei uns so brechend voll ist in der Halle oder eben auch in allen anderen. Ich habe gesehen, hier nebenan in Halle 8, die direkt am Nordeingang liegt, da ist ein Wrestling-Ring. Ja. Was geht da? Ja, ich glaube, jeden Abend irgendwann. Ich habe nämlich gestern schon Fabian und Gregor bei so einer Erstbeschau der Halle 8, bei THQ ist das, mit glänzenden Augen standen sie um diesen Ring und haben ihn quasi fast verehrt, wie ein Fetisch, wie sowas, was man halt so verehrt. Und ich glaube, da ist immer so um 17.25 Uhr oder irgendwann, wenn bei uns aber besseres Programm läuft, gibt es da wohl irgendwelche Showmatches. Deswegen haben diese die halbe Crew von uns da rumhängen. Ja. Wir haben doch hier so viele Wrestling-Fans in unseren Reihen. Mehr als ich dachte zumindest immer. Ne? Aber ist auch, also ich muss sagen, ich kann mit dem Thema seit vielen Jahren schon irgendwie nichts mehr anfangen. Ja, seit der Ultimate Warrior nicht mehr kämpft, habe ich es auch nicht mehr verfolgt. Ja, ich weiß nicht. Wusstest du, dass Undertaker, wenn man es eigentlich übersetzt, heißt ja Unternehmer? Ja. Jetzt, wo du es sagst. Der müsste doch eigentlich mit einem Aktenkoffer oder so irgendwie so, guten Tag, darf ich mal kurz meinen Tupperware oder so? Aber nee. Da gab es aber auch bestimmt so Aktenkoffer-Dudes, oder? Ja, IRS. Das war so jemand von der Wall Street, oder was? Nee, IRS ist Steuereintreiber. Der wurde auch immer ausgebuht. Der kam mit Hosenträgern, ich glaube immer so Hosenträgern und einem Aktenkoffer. Und der wollte da, und den haben natürlich alle gehasst, weil er natürlich die Steuern repräsentiert. Steuereintreiber ist da. Ja, ist wirklich so. Das IRS. Kennst du nicht IRS? Nee, kenne ich wirklich nicht. Ich kenne noch die, wie hießen diese beiden... Die immer so... Die Nasty Boys. Nee, so zwei Typen in so Tarnanzügen. Die haben immer so ein... Was? Ah, die Bushwhackers. Ja. So, die kenne ich noch. Hatten die nicht als Finishing Move unter die Achsel? Die haben dann die Leute genommen. Das war der Finishing Move. Dann haben sie die Leute genommen und den Kopf unter ihre Achseln gesteckt. So richtig, richtig da rein. Das war ihr Finishing Move. Da hast du halt auch
egal ob es ein Showmatch ist oder nicht, aber wenn du der Gegner bist, da hast du keinen Bock drauf, oder? Ist, ja, ja, absolut. Jetzt kommt der Ball, jetzt Finishing Move. Ich so, nein, ich hab keinen Bock, ich ergebe mich. Tap. Nee, ich, aber das, die kenne ich noch. Ich, da gab es noch so andere, mit, die hatten so da Spikes, die waren so böse. Legion of Doom. Ja, genau. Ja, die waren die geilsten. Die kenne ich noch. Undertaker, Sergeant Slaughter. Ja. Ist doch nicht schlecht. Und dann den einen mit dem langen Fusselhahn. So ein rot-blonden, der hatte immer so Pink-Sachen an. Und die hatte die Haare... Bret Hitman Hart. Genau. Ja. Und dann wird's dann aber... Und Hulk Hogan natürlich. Ultimate Warrior, Undertaker. Ey, okay, eigentlich alle. Warum bin ich nicht bei Endgegner dabei? Undertaker hat ja, glaube ich, bis noch vor ein paar Stunden... Nee, aber bis noch nicht allzu langer Zeit war der, glaube ich, noch aktiver Wrestler. Ist doch krass. Ja, überleg mal, den haben wir schon als Kind geguckt. Ja, aber der konnte sich wahrscheinlich immer so richtig schön langsam auch bewegen. Oder der war doch, der hatte immer schon, wo man sagt, okay, so wie du auftrittst, du bist nicht der Wilde, ich springe rum und bounce da und da, sondern ich komme schon so gemächlich rein und ja, muss nur ab und zu mal den Arm raushalten. Das kannst du auch im ist hohen richtig. Alter noch, ne? Ja, und ich meine, es ist natürlich ein Vorteil, dass er als Halbtoter oder was auch immer, ja, dass der körperliche Zerfall spielt dir in die Persona. Ja, genau. Das waren gute Zeiten. Gute Zeiten stehen uns auch bevor. Wollen wir denn langsam mal jetzt zum großen, großen Spaß kommen? Denn wir haben die Thibaut Black and White Challenge, nennen wir sie jetzt einfach ja mal. Wir haben nämlich Folgendes mit euch vor. Genauer gesagt eben mit zwei von euch. Irgendwo in den Weiten dieser Halle hat sich die gute Lisa von uns mit einem Spezialbecher positioniert. Mit so einem, oder? Und es gilt, sie zu finden. Ich weiß nicht, ob so. Wir können vielleicht gleich mal hinschalten. Gleich, das machen wir gleich mal. Die ist irgendwo hier versteckt. Aber sehen die Leute das? Wir gucken mal ganz kurz rein. Ja, kein Bildschirm. Doch, doch, guck mal, es sind noch einige wenige. Schau mal, das ist die liebe Lisa. Das ist der Becher. Mehr wollen wir nicht zeigen. Und aber jetzt, hat das jemand aus, von euch aus dem Publikum, hat das doch jetzt keiner gesehen? Wo? Doch, guck mal, da oben. Natürlich. Guck mal, ach, guck mal, da oben ist ja ein Fernseher. Ja, klar. Okay, können wir noch mal Lisa zeigen kurz? Noch mal Lisa, damit wir komm, wir gucken noch mal aber ganz schnell auf Lisa, aber nur ganz kurz, wir wollen ja nicht zu viel spoilern, da ist sie. So. Also, wie sollen die Leute das denn finden? Ja, mein Kandidat, meine Kandidatin, wir es schaffen, denn wir suchen uns jetzt jeweils eine Freiwillige, einen Freiwilligen raus, der oder die für uns loszieht, von unserem Social-Media-Team begleitet, um zu gucken, wer findet schneller Lisa und kann ein fantastisches Gewinnpaket gewinnen. Zum Beispiel hier ein Gutschein von Thibaut in Höhe von 20 Euro und auch mal einmal hier lecker Kaffee nach Wahl. So. Wer hätte denn Lust, Lisa zu suchen? Wer hat Lust, Lisa zu suchen? Wer traut sich vor allen Dingen zu? Also, ich sehe viele skeptische Gesichter. Ich sag ja, das ist sehr schwer. Da, guck mal, da sehe ich doch einen. So, pass mal auf. Kriegen wir das hier hin? Ich geh mal. Der kommt vorhin von ganz hinten, der weiß überhaupt nicht, worum es geht. Von weitem komme ich her. Ich muss euch sagen, das Kabel zieht mich hinterher. Komm doch mal, du noch mal, komm doch mal. Einmal bitte zum Bühnenrand. Wir haben leider keine Treppe hier und ich bin zu faul, um rumzugehen. Das ist jetzt übrigens mein Kandidat, ne? Okay. Ich sag's nur, bevor es Streit gibt. Moin, wer bist du denn? Ich bin der Richard. Richard, wo kommst du her? Aus Berlin. Aus Berlin? Ja. Und du bist quasi pünktlich angeflogen, um jetzt hier bei der Challenge mitzumachen? Genau. Ich bin gerade rechtzeitig hier reingestürmt noch. Okay, was stellt dein Kostüm dar? Ich bin Al Gore. Oh! Und das ist der Mannbärschwein und der ist real. Ich meine, das ist voll Ernte. I'm Cyril. Ja, absolut. Aber dreh dich mal um, damit die Leute auch sehen, was wir hier sehen können, denn da sind unsere Kameras. Das ist nicht schlecht. Bist du guter Dinge, dass du die Lisa finden wirst? Die Lisa? Ja. Ja. Alles klar. Dann ich bin motiviert. Ich hab Bock. Wie hieß du nochmal? Die Lisa? Nein, du. Richard. So, Richard, ne? Ich hab's mir nämlich gemerkt. Alles klar, zweiter Kandidat. Richard sieht von hinten für aus, wenn er so da steht. Guck nochmal in die Richtung, du siehst aus wie Thor. Von hinten. So ein bisschen mit Thor, wenn er noch so einen Tag hat. Nein, du denkst aber auch nur an Fußball, ne? So, wer möchte denn für Ede jetzt ins Rennen gehen? Irgendjemand, wer möchte gegen Richard antreten? Komm. Was ist denn hier an der... So, komm mal. So, Edi, mach du mal hier. Ja, okay, das ist jetzt dein... Ich weiß nicht, ob ich mit meinem... Kannst du nicht, dann mache ich im Zweifelsfall. Komm mal. Ich hab ein bisschen Angst. Ich stell mal die klassische Frage. Hallo, wer bist du denn? Hi, ich bin Mirko. Mirko. Ede, hast du ein gutes Gefühl, wenn du jetzt gegen Mirko... Absolut, wir machen das. Hast du denn irgendwas erkennen können, wo sie ist? Ja, klar, aber ich gebe ja jetzt keine Tipps. Okay, ne? Okay, sehr gut, Mirko. Ja, da hat Richard natürlich jetzt zugehört. Richard ist eben erst hingekommen und fragt sich, wo bin ich hier? Wer ist Lisa, fragt er sich. Alles klar. Wer ist Lisa?
Ja, du wirst sie erkennen, wenn du sie siehst. Ich werde sie sehen, okay. Ja, alles klar, gut. Dann würde ich sagen, begebt euch mal zu unseren fantastischen Social Media Showrunner-Innen an dieser Stelle. Und dann geht die Challenge nämlich gleich los. Und wir begleiten das Ganze. Ihr könnt einfach schon mal starten. Also und einfach gesagt, mal losgehen. Er weiß schon, wo. Da wird sich jetzt mal. Guck mal, ne? Mirko, geht jetzt Sam jetzt schon los. Richard, da werden die ersten, er lässt sich jetzt erstmal erklären, was muss ich machen? Ja, ja. Da hat er ein bisschen vorschnell. Er hat nämlich gedacht, hier würden einfach nur gratis T-Shirts rausgeworfen, ohne Gegenleistung zu erbringen. Okay. Aber also schau dir das aber mal an. Wir sehen jetzt Mirko zielstrebig Richtung TikTok. Ja, gerade. Und Richard guckt ganz woanders hin an dieser Stelle. Richard schleicht geht sich ganz so mit so einem Moonwalk langsam aus dem Bild. Hätte natürlich jetzt unter Umständen, vielleicht wollte Mirko auch nur andererseits, wenn es Mirko wirklich weiß, hätte Richard jetzt einfach nur hinterher hergehen können. Ja? Aber das finde ich auch interessant, weil Mirko geht und Richard gehen komplett in andere Richtungen. Also einer hat auf jeden Fall Mega-Peilung und der andere... Ja, da sind wir den Richard, nein, den Mirko. Die sind gerade bei Sonic Frontiers irgendwie vorbeigekommen. Okay, das wird interessant. Ja, und Richard geht in die ganz andere Richtung. Aber ich muss sagen, begleiten. Ich habe gar nichts erkannt, weil... Also das hätte ja alles sein können. Da war doch einfach nur so ein Farbstreifen. Jetzt können wir mal zu Lisa schalten. Guck mal, das kann doch überall sein. Wie willst du das denn erkennen? Das kann wirklich überall sein. Dieses Dreieck, das sagt mir nichts. Das ist ja, warum am ersten Tag wird es aber auch gleich sehr schwer gemacht. Aber Moment, ist das eine Halle oder ist das ein Gang? Ich bin mir nicht mal sicher, ob das in Köln ist, ehrlich gesagt. Gute Frage. Können wir es nochmal sehen vielleicht, weil wir spoilern ja jetzt nicht groß. Die beiden sind ja unterwegs und sehen natürlich nicht, was hier passiert. Okay, da hinten scheint ein... Das ist doch ein Gang. Das kann doch überall sein. Das kannst du mir doch nicht... Warte mal, Da steht doch was. Was stand denn da? Da steht was. Lass uns doch mal miträtseln. Ah, guck mal, jetzt sehen wir die beiden auch gerade. Boah, ist das top hier, ne? Was die Technik alles möglich macht. Mal, Richard ist aber richtig engagiert. Genau, also Richard ist gerade hier um die Ecke bei One Piece, bei den Kolleginnen und Kollegen von Bandai Namco unterwegs. Hat er guck mal da! Da ist das Live! Er ist bei 1 Live! Richard, das gibt es doch das nicht! Das sieht nicht schlecht aus, der 1 Live stand, der ist auch hier in der Halle. Guck dir das an, jetzt guckt er aber in die falsche Richtung. Richard, jetzt musst du raus. Aber das heißt, dass mein Mirko komplett falsch ist. Dein Mirko, ja, je nachdem, oder er nähert sich von der... Guck mal, da ist ein Kameramensch. Hast du gesehen? Da war... Er ist schon vorbeigelaufen. Richard ist vorbeigelaufen. Das ist natürlich ungünstig. 180-Grad-Turn, das war jetzt natürlich... Richard. Also ich bin ziemlich sicher, dass das unser Team war, was da nur drauf gewartet hat, Richard feierlich entgegenzunehmen. Jetzt merkt Mirko, es war doch nicht der TikTok-Stand. Ja. Und das ist das Problem, wenn du nämlich denkst, ich weiß, wo es ist, und dann gehst du dahin. Ja. Und dann ist es das nicht. Ja. Dann musst du ja schnell eine Alternative finden. Oh, Richard. Hätte er das Bild ein bisschen länger sich angeguckt, was er natürlich nicht konnte, weil wir mit Hinweisen bewusst geistig sein sollen. Oh, ich glaube, der geht... Nein. Ja? Jetzt geht er aus der Halle. Vielleicht gibt es ja noch einen 1-Live-Stand da irgendwo. Aber es war der 1. Können wir nochmal das Bild von Lisa sehen? Ja. Können wir vielleicht mal einmal... Das ist doch der 1-Live-Stand. Ja. Können wir einmal nach links schwenken, bitte? Kriegen wir das hin? Oder ist das eingemauert? Ich weiß es gerade nicht. Ist, glaube ich, fest. Ich will nur ein bisschen mehr sehen. Die sehen es ja eh nicht. Wenn es fest ist, dann ist egal. Nee, wir können nicht. Okay, dann... Guck mal, da sieht man unseren Stand. Ja, Richard. Guck, er rennt. Da sind wir. Guck mal, da genau. Da kriegen wir quasi jetzt... Okay, jetzt geht es ein bisschen... Ich muss jetzt... Ja, ich auch. Beim Bowser ist er. Der kommt gleich da. Muss er hier irgendwo sein. Da kommt er gleich rum. Also. Man müsste doch den wehenden... Da hinten ist er. Aber er geht in die falsche Richtung. Guck mal. Ich sehe... Ja, das stimmt. Da ist er. Geht nach hinten in die... Jetzt geht er da lang. Womöglich aber guck mal, jetzt Mirko, der kommt jetzt wiederum auf der anderen Achse uns gleich wahrscheinlich entgegen. Genau, er läuft jetzt auf den Stand zu und müsste sich... Er müsste jetzt hier wo irgendwo vorbeikommen. Irgendwo uns, genau. Er ist jetzt bei Ruffy. Oh, jetzt, aber die guck mal, sie engen sich ein bisschen ein. Ich bin übrigens erstmal, ich muss mal sagen, ich bin begeistert, wie technisch gut das gerade funktioniert. Was macht Richard denn? Der setzt jetzt gleich in Zug, den siehst du gleich so aus dem ICE. Pizza Fino? Ich hab einen heißen Tipp gekriegt. Schnitt Buenos Aires oder sowas. Der ist jetzt nebenan, das ist jetzt Halle 8. Oh, da gibt's XXL-Pommes? Du machst ja auch noch hier in der Messe den großen Pommes-Test. Ja, oder mal gucken, was es gibt. Oder den Messen. Ja. Da möchtest du jetzt gerne dabei sein, ne? M-Essen. Oh, pass mal auf, ich höre gerade, es könnte spannend werden. Er ist beim Xbox-Stand, also das ist Halle 8 gerade. Was hältst du von dem Titel für... Oh, nee, da ist er doch, der Mirko! Er meint Live-Stand. Ich hab gewonnen! Wieso hast du denn gewonnen? Ja, weil ich gut bin. Aber der Richard, der war doch genau da, oder? Die kommen jetzt übrigens zurück. Ja, der ist vorbeigelaufen.
Ganz kurzer Abstecher, was hältst du für dein Format hier zum Thema Ich M-esse? Ich messe. Ja, aber es ist halt so, es ist nicht so flexibel einsetzbar, ne? Ja, guck mal, da ist er, da sehen wir es nochmal hier, sogar jetzt, ach, guck dir das an. Da ist Richard, der ist richtig, richtig gefeiert. Alter Schwede. Ja, ich habe ein bisschen Angst jetzt vor seiner Rückkehr. Er sieht aus wie ein Wrestler, der irgendwo, weißt du, wenn so in den Ring reinrennt beim Royal Rumble. Das Traurige bei Richard ist auch, er weiß noch nicht, dass er verloren hat. Er weiß noch nicht, er ist super engagiert noch. Und oder ist er sportlich einfach nur, das kann auch sein. Es würde mich nicht wundern, wenn wir am Freitag oder so hier sitzen und Richard so zurückkommt und sagt, ich habe überall gesucht. Ja. Ich finde sie einfach nicht. War der Mirko jetzt schon da? Ja. Ja. Ja, arme Richard, aber Richard geht natürlich auch nicht mit leeren Händen. Löffel, Messe, Gabel, das ist der bessere Name. Löffel, Messer, Messer, nein, das ist gut. Löffel, Messe, Gabel. Ja. Dankeschön an Ninja Capybara. Wenn man es denn so ausspricht, ich weiß es nicht genau. Ich war so nah dran. Ja, oh, und da kommt er! Achso, da ist er, da ist er, der Mirko. Mirko, stark. Du geiles Pferd. Oh, das ist natürlich jetzt ein bisschen ungünstig, aber komm, wir machen das jetzt hier. Kann ich nicht davor? Komm doch, kommst du rein, komm mal rein. Lass dich doch mal geleiten. Da kannst du, jetzt kriegst du aber richtig Backstage-Optik. Aber wir brauchen das Handmic. Und zwar die gute Backstage-Optik. Ich hole es schon. Hol mal das Handmic. Oh. So. Mensch, das ist doch klasse. Dann lass uns doch den guten Richard. Wollen wir ihn denn vielleicht mal. So, pass mal auf. So, jetzt gleich. Macht euch schon mal fertig für einen richtig tosenden Applaus gleich. Hier kommt der erste Gewinner. Das hier ist Mirko. Er, Richard! Mirko! Mirko! Mann, Richard Mirko, meine alte MR-Schwäche. Mein Lieber, herzlichen Glückwunsch. Ja. Stark. Komm, setz dich doch mal hier kurz auf den. Das ist quasi unser Ehrenplatz für Gäste an dieser Stelle. Hat er gut gemacht, ne? Ja, ich würde gerne mal wissen, du hast am Anfang gesagt, ich weiß ja schon was. Ja. Und dann bist du zielstrebig in die falsche Richtung gegangen. Ja, ich hatte erst nur was Pinkes gesehen und dachte, ja, okay, das muss bei TikTok sein. Aber da war sie nicht. Und dann? Dann bin ich einmal hinten rum und dann haben wir bei 1Live dann auch noch was Pinkes entdeckt und so war's. Aber nicht schlecht. Aber ich meine, Pink siehst du ja hier überall. Wo, also echt? Richard ist in die andere Halle gegangen. Ja, hatte ich auch erst noch vor und hab gedacht, ja komm, probier's es erstmal noch hier und dann. War es zum Glück richtig. Herzlichen Glückwunsch. Ja, du hast nicht nur diese fantastische Tasse, die du hoffentlich behalten darfst, weil wir davon auch einige mehr Tassen haben. Ich hab keine Ahnung, du guckst mich so an, als ob ich das wüsste. Ja, nee, das geht natürlich so, sondern du bekommst auch diesen fantastischen Gutschein. Super, an danke. Dieser Stelle. Und Kaffee kriegst du auch. Was möchtest du haben? Pass mal auf. Wir haben hier, was haben wir denn hier? Wir haben zum Beispiel den. Ach, das ist dann doch nur, das ist, glaube ich, aber die perfekte Rüstung. Welche willst du denn? Direkt mit hier. Super. Einmal die aromatische. Danke, danke. Trinkst du denn Kaffee? Selten, aber ja. Ab sofort. Ab sofort öfters, ne? Ab sofort öfters. Ey, herzlichen Glückwunsch und super gemacht. Ja. Also, es war sehr lustig zu sehen, weil Richard ist auf der Seite in die falsche Richtung gelaufen und du bist auf der Seite dann in die richtige gelaufen. Ihr habt euch quasi gegenseitig. Und ich dachte erst, weil du am Anfang gesagt hast, ich weiß was. Und aber du bist nach da gelaufen. Und Richard ist nach da gelaufen. Da dachte ich. Oh, Scheiße, das war's schon, hast gedacht. Und er ist nämlich am 1Live-Stand vorbeigelaufen. Ja, das waren dramatische Bilder. Das hast du nicht gesehen. Und die Legenden besagen, dass Richard immer noch irgendwo, er ist wohl gerade bei der Shell-Tankstelle gesichtet worden, in der Hoffnung, Lisa und die Tasse zu sehen, was natürlich ein Ding der Unmöglichkeit ist. Aber weswegen bist du eigentlich hier? Er sucht immer noch. Mirko? Ja, da sehen wir es auch. Richard sucht immer noch. Jetzt können wir uns gemeinsam darüber amüsieren. Thor ist noch auf der Suche. Der Arme. Ja, hier, das da ist der Wrestling. Da war der Wrestling-Stand rechts. Wir haben ihn ganz kurz gesehen. Mirko, weswegen bist du denn eigentlich auf die Gamescom gekommen, neben dem Umstand, Rocket Beans hier zu sehen zu können? Ja, natürlich. Das war natürlich Punkt 1, Rocket Beans zu sehen. Nee, ansonsten natürlich Games ausprobieren, ne? Die neuesten Hits ausprobieren, ne? Hast du schon irgendwas gesehen, gezockt? Ich war schon bei One Piece Odyssey nebenan, bei Skull and Bones und ja. Da hätte ich mal eine Frage. One Piece Odyssey, das ist ja hier direkt nebenan. Ich gucke da und das Parkan, ich bin ja alter One Piece-Fan. Was ist das für ein Spiel? Ist das ein MMO oder was? Nee, das ist ein Rollenspiel, aber mit rundenbasierten Kämpfen. Und ist geil? Macht schon Bock, ja. Ist mal was ganz anderes. Sonst One Piece immer nur in Echtzeit. Immer nur Action und so. Genau, ne? Immer diese Musu-Games und so. Und jetzt mal was ganz anderes. Okay, wann kommt das raus? Keine Ahnung. 2022, kein Termin. Ja. Und Skull and Bones? Also so langsam wird es Zeit, ne, mal einen Termin zu sagen. Ja, das stimmt. Aber sag doch mal Skull and Bones. Wie war das denn? Weil das ist ja, es war ja quasi versunken gefühlt. Und jetzt ist es wieder aufgetaucht. Also meiner Meinung nach ist das Schiff auch immer noch versunken. Ist immer noch versunken. Oh, kritische Stimmen hier von Mirko. Ja. Aber
wird sicher seine Fans finden. Ja. Wie viele Tage bist du hier? Alle drei. Also was heißt alle drei? Bis ja. Freitag einschließlich. Also du versuchst alles mitzunehmen? Genau. Cool. Wo zieht sich jetzt hier dann nach Rocket Beans hin? Ich treffe mich gleich erstmal mit Kumpels wieder und schau mal, was wir dann so machen. Wenn du auf dem Weg Richard siehst, ja. dann ja. lass ich ihn weitersuchen. Genau, dann sag ihm, das Spiel läuft noch. Ja. Und wink mit der Tasse. Genau, ich wink mit der Tasse und sag ihm, such mal weiter. Gefährlich. Danke alles dir, mein klar. Lieber. Ja, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Wir wünschen dir natürlich noch eine ganz fantastische Messe. Wünsche ich euch auch. Mirko, viel Spaß. Genau. Und du kommst auch noch mal hier am Stand vorbei. Ja, natürlich. Ja. Die Challenge gibt es morgen natürlich auch wieder. Ja. Insofern. Kann ich noch ein bisschen Kaffee holen? Ich muss dich enttäuschen. Lisa wird höchstwahrscheinlich nicht an einem mehr anderen Ort sein. Ja, genau. Es könnte schwieriger, es könnte leichter werden. Danke, dass du mitgemacht hast. Viel Spaß auf der Messe. Pass auf dich ein und auf und die anderen natürlich auch. Und ja, das war's mit unserem kleinen Get-In hier. Vielleicht nochmal einen letzten Applaus für den Mirko, der ja wirklich alles gegeben und alles bekommen hat. Vollkommen zurecht. Das war's für uns. Wir machen jetzt ganz kurze Mini-Päuschen quasi, denn ich wechsle gleich mal den Ort. Edis hat mit dir einen riesen Spaß gemacht, hier einmal zu eröffnen. Du gehst jetzt gleich in das andere Set, das ihr auch noch gar nicht gesehen habt. Genau. Ne? Ja, ins Aquarium. Deswegen, da wird es spannend weitergehen, damit wir nahtlos produzieren können. Das war aber unsere kleine Morning-Show für heute. Gleich geht's weiter. Wir sehen uns ganz, ganz gleich wieder. Und euch allen hier vor der Bühne viel, viel Spaß und bleibt, es lohnt sich. Um eins geht's dann hier mit der Live-View-Action weiter. Und ich gehe rüber. Vielen Dank und bis später. Willkommen.